Allemann festhalten. Galileo testet dein Erste-Hilfe-Wissen. Wie schlägst du dich, wenn du als Erster am Unfallort bist? Wie war das nochmal mit stabiler Seitenlage und Co.? Rate mit und beweise, ob du bereit bist. Can you help survive? Sonntagvormittag. Ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft. Kapu in der Hand. Mega entspannt. Das Beste? Kein Stress. Oder? Oh mein Gott. Da liegt jemand im Fluss und niemand da. Du bist ganz allein. Du musst was tun. Sofort. Du schaffst den Mann ans Ufer. Aber was dann? Atmet er noch? Hilfe! Sofort rufst du die 112. Gut gemacht. Aber was machst du, bis der Notarzt kommt? Der Typ atmet nicht mehr. Eine Entscheidung muss her. Also zur Fernbedienung greifen und mitraten. Erste Möglichkeit, klassischer Fall für die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Aber wie war das nochmal? Zweimal oder dreimal? Vielleicht doch lieber die zweite Möglichkeit, stabile Seitenlage und auf den Notarzt warten? Dritte Möglichkeit, Herzdruckmassage. Immer wieder auf den Brustkorb drücken. Aber hoffentlich machst du da nichts falsch. Wer hat sich für die stabile Seitenlage entschieden? Diese Antwort ist leider falsch. Denn dafür ist es in diesem Fall zu spät. Der Mann ist nicht bewusstlos, sondern tot. Mit der falsch ausgeführten Herz-Lungen-Wiederbelebung liegst du zwar nicht komplett falsch, aber die Mundbeatmung kann man nach neuesten Erkenntnissen der Medizin tatsächlich weglassen. Es ist nicht der Sauerstoff, der dem Körper in den ersten 10 Minuten nach einem Herzstillstand fehlt. Es ist der fehlende Blutfluss, sodass der Sauerstoff nicht zum Gehirn transportiert werden kann. Herzdruckmassage, das ist die richtige Antwort. Sie stellt einen Blutfluss her, mit dem der Sauerstoff zum Gehirn gepumpt wird. So geht's. Brustkorb 5 bis 6 cm in der Mitte eindrücken, 100 bis 120 Mal in der Minute. Wenn's nicht perfekt ist, egal. Besser so als gar nicht. Du bist unterwegs in der Nacht. Hundemüde. Bis du entdeckst ein Motorrad, das auf der Fahrbahn liegt und hast ein ganz ungutes Gefühl. Ein Motorradfahrer liegt regungslos auf der Straße. Wieder handelst du richtig und setzt sofort einen Notruf ab. Aber atmet der Mann eigentlich noch? Ist er bereits tot? Was machst du als Erstes? Möglichkeit 1, du ziehst vorsichtig den Helm ab und checkst die Atmung. Möglichkeit 2, der Helm bleibt lieber auf dem Kopf. Stichwort Wirbelverletzung. Stabile Seitenlage, bis der Notarzt kommt. Möglichkeit 3. Du versorgst einfach die Wunde am Arm. Blutung stillen, nie verkehrt. Was willst du tun? Los, entscheide dich. Wunde versorgen, die Idee kannst du knicken. Ist zwar verständlich, aber leider falsch. In dem Moment gibt es Wichtigeres. Im Falle einer arteriellen Blutung wäre die Wundversorgung richtig, dann aber Handschuhe nicht vergessen. Helm auflassen und den Mann mit seinem Helm in eine stabile Seitenlage bringen, leider falsch. Das Thema Helm ausziehen oder anlassen ist schwer umstritten, aber ist der Motorradfahrer nicht ansprechbar, muss der Helm runter. Dafür gibt es auch ein Kürzel, Honda. Helm ohne nähere Diagnose abnehmen. Mit Helm ist eine Reanimation nicht möglich. Die Kontrolle und die Unterstützung der Vitalfunktion Atmen hat immer Vorrang. Bedeutet, alle, die sich für Helm ausziehen entschieden haben, waren beim letzten Erste-Hilfe-Kurs sehr aufmerksam. Das Beste, der junge Mann atmet noch und der Krankenwagen ist jeden Moment bei euch.
Seine Nachbarin ist im 9. Monat schwanger. Kündigt sich da etwa was an? Bei dir auf jeden Fall. Auf einmal reißt die Fruchtblase. Natürlich springst du sofort von der Schüssel. Auf der Treppe checkst du gleich, das Kind ist unterwegs. Dein erster Reflex, ein Notarzt muss her, aber schnell. Aber der kleine Knirps hat's eilig. Da ist er. So wirst du Zeuge des vielleicht größten Wunders. Dein Sohn. Aber ausruhen ist nicht. Dein Job als Hebamme ist noch nicht vorbei. Was passiert mit der Nabelschnur? Erste Möglichkeit, das Ding bleibt dran, soll der Notarzt später machen. Zweite Möglichkeit, du holst schnell einen Verschlussclip aus deiner Küche und klemmst die Nabelschnur ab. Stichwort auspulsieren. Oder Schere holen und Nabelschnur durchschneiden. Machen die im Krankenhaus ja auch so. Und der Notarzt braucht bestimmt noch ein paar Minuten. Los, mitraten. Die Nabelschnur mit einer Schere am Bauchnabel des Neugeborenen durchschneiden, das ist was für Splatter-Fans und damit falsch. Denn bevor man eine Nabelschnur durchschneidet, muss sie mit zwei Klemmen abgeklemmt werden. Erst dann kann man das Ding zwischen den Klemmen durchschneiden. Deinen Verschlussclip lässt du aber lieber an der Cornflakes-Tüte. Die Abklemmerei ist prinzipiell richtig, denn nur so kann die Nabelschnur auspulsieren. Erst dann kann man sie durchschneiden. Aber dass du das machst, ist auf keinen Fall notwendig. Also ruhig auf den Notarzt warten, ist die richtige Antwort. Alle, die sich für diese Antwort entschieden haben, voll korrekt. Schon mal darüber nachgedacht, Hebamme zu werden? Lohnt sich. Ein schöner Tag. Heute gibt's Picknick. Wie romantisch. Leider seid ihr nicht allein. Wespenalarm auf der Wurstplatte. Aber davon lasst ihr euch den schönen Nachmittag nicht verderben. Bis auf einmal deine Freundin von so einem Drecksvieh in den Mund gestochen wird. Der Stich schwillt an. Deine Freundin bekommt keine Luft mehr. Schließlich setzt die Atmung aus. Sofort greifst du zum Telefon. Der Krankenwagen ist unterwegs. Als du den Puls deiner Freundin suchst, nichts zu spüren. Und die Atmung ist weg. Klarer Fall von Herz-Kreislauf-Stillstand. Laufwerk anstrengen. Eine Entscheidung muss her. Was willst du tun? Möglichkeit 1, du versuchst es mit Wiederbelebung. Möglichkeit 2, mit einem Taschenmesser machst du unterhalb des Kehlkopfes einen vertikalen Schnitt in die Haut, umgangssprachlich auch Luftröhrenschnitt genannt. Oder du legst deiner Freundin ein paar Eiswürfel in den Mund. Nur so kann der Stich schnell abschwellen und sie bekommt wieder Luft. Was machst du? Wer hat sich für den sogenannten Luftröhrenschnitt entschieden? Leider falsch. Außerdem, das ist nur was für Profis. Kein Puls, keine Atmung. Dein Date ist bereits klinisch tot. Für einen Luftröhrenschnitt ist es zu spät. Im Fachjargon heißt das übrigens Koniotomie. Sie kommt als letztes Mittel zum Einsatz und sollte nur von Experten durchgeführt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Schnitt versehentlich eine Halsschlagader trifft, ist sehr hoch. Die Idee mit den Eiswürfeln ist im Prinzip gut, kam dir aber leider viel zu spät. Bis der Notarzt kommt, ist die Wiederbelebung tatsächlich das Einzige, was du machen kannst. Alle, die sich für die Wiederbelebung entschieden haben, sind auf Oberzack. Und da kommt auch schon der Notarzt. Die Lebensretter werden sofort alle wiederbelebenden Maßnahmen einleiten und eine künstliche Beatmung vornehmen.
Leider hast du den Bus verpasst und musst 20 Minuten warten. Anstatt rumzuhängen, wird gedaddelt. Mit deinem Gehörschutz kriegst du nicht allzu viel von der Umgebung mit. Reifengequietsche, Geschepper, rollende Radkappe. Merkst du eigentlich gar nichts? Ein Auto ist volle Lotte gegen einen Baum geknallt, der Fahrer bewusstlos. Sofort machst du Meldung. Doch dann passiert es, der Wagen fängt an zu brennen. Oh shit! Du musst sofort etwas unternehmen. Brennt die Karre erstmal richtig, droht eine Kohlenmonoxidvergiftung. Du willst den Fahrer aus dem Fahrzeug holen. Problem, sein Bein ist eingeklemmt. Zur Fernbedienung greifen und mitraten. Erste Möglichkeit. Den Mann am besten gar nicht mehr bewegen. Du weißt nämlich nicht, wie schwer seine Verletzungen sind. Zweite Möglichkeit. Du ziehst den Mann mit Gewalt aus dem Auto, auch wenn du ihm dabei den Fuß brichst. Oder du versuchst vielleicht doch besser, das Feuer zu löschen. Wie entscheidest du dich? Den Mann nicht bewegen ist deine Entscheidung? Leider falsch, denn das Feuer breitet sich aus. Händchen halten und auf den Notarzt warten ist natürlich keine Option. Ein Autobrand ist nicht zu unterschätzen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung und der Eigenschutz steht an erster Stelle. Auch Feuerlöschen ist in dieser Situation falsch. Das Löschen überlässt du schön der Feuerwehr. Also, keine Zeit verlieren und so schnell wie möglich raus mit dem Mann. Wenn dabei der Fuß bricht, egal, Leben retten geht vor Beinbruch. Und als Ersthelfer muss man auch keine Sorgen haben, juristisch belangt zu werden. Alle, die sich für den Beinbruch entschieden haben, können sich zurücklehnen. So sieht ein echter Held aus.